Warum bin ich hier? Weil ich eingeladen wurde. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass es Orte gibt, wo man Leute wie mich sprechen lässt. Wenn es nicht mehr sozusagen um den Mainstream geht oder sogar die Mainstream-Fakes kritisiert werden. Es gibt einen ganz persönlichen Grund, warum ich hier bin und spreche. Das hat etwas mit meinen Gefühlen von Ohnmacht und Verzweiflung zu tun. Ja, eigentlich Entsetzen über die Entwicklung, die ich mir so habe nicht mehr vorstellen können, nochmal in meinem Leben erleiden zu müssen und sprechen zu können, darüber nachdenken zu können, kritisch zu sein, ist ein Gegengewicht gegen diese Gefühle, vor allen Dingen der Verzweiflung und der Ohnmacht. Es bleibt eine Chance für das persönliche Leben, also demokratisch und friedfertig zu bleiben, auch wenn die große Entwicklung der kollektive Wahn nicht wirklich verhindert werden kann. Als ich gestern noch mal so ein bisschen reflektiert habe, fiel mir ein Wort von Johann Wolfgang Goethe in die Hand. Das will ich mal ganz kurz zitieren. Goethe: Man muss das Wahre immer wiederholen. Also auch deshalb ein Motiv für mich, hier zu sein. Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird. Und zwar nicht nur von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf. Und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Immerhin, das hat Goethe gesagt. Ich will Ihnen heute, also ich gehe mal von Fakten aus, die ich nur ganz kurz mal aufzähle, über die ich eigentlich inhaltlich nicht diskutieren, nicht sprechen will. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier es ähnlich sehen und es ist ja nicht so sehr mein Job, politische Inhalte zu analysieren, aber die, warum das so ist, warum Politiker oder Menschen sich so benehmen, sich so behandeln lassen, das ist meine Kompetenz. Ich gehe also davon aus, dass wir im Moment den Untergang einer Epoche erleben und konkret den Untergang unserer Gesellschaft, die ich als eine narzisstische Normopathie verstehe, die im Wesentlichen darin besteht, der Untergang, der Abbau in demokratischen Verhältnissen und das in erschreckender Weise, Einschränkung der Meinungsfreiheit, politische Repression, Aufweichung des Rechtsstaates, Gesinnungsterror, Tabuisierung von Realitäten, kulturelle Überfremdung, Verherrlichung des Absurden und Abartigen, wenn ich nur an die Dekadenz der Sprache und der Geschlechterrollen, der Kultur und Bildung denke, Dominanz politisch-medialer Wahninhalte, Corona-Wahn, Impfwahn, Klimawahn, Kriegswahn. Ich bin Psychiater. Ich weiß, was psychische Erkrankungen sind, schwere psychische Erkrankungen. Aber die Erkrankung, die im Moment kollektiv uns aufgenötigt wird oder der auch viele zum Opfer fallen, also tatsächlich Wahn. Dieser Wahn ist schlimmer als alle psychiatrischen Erkrankungen, die ich bisher erlebt habe und behandeln konnte oder musste, weil die psychiatrischen Erkrankungen behandelbar sind. Tatsächlich, natürlich psychotherapeutisch, aber auch sozialtherapeutisch, medikamentös und, wenn es nicht anders geht, mit Zwangsmaßnahmen. Das ist bei dem kollektiven Wahn oder den vielfachen Wahnerkrankungen der heutigen Zeit leider nicht möglich, sind nicht
behandelbar. Oder scheinbar. Es gibt einen sehr bedrohlichen Verlust an Wirtschaftskraft mit zugespitzter Herrschaft der Konzerne und der Finanzmacht. Und was für mich auch besonders schlimm ist, es gibt eine wachsende Feindseligkeit in der Gesellschaft mit kollektiver Projektion des Bösen, vor allen Dingen gegen angeblich Rechts und alle Kritiker und zugespitzt auch gegen eine Partei, die AfD. Der Daily Telegraph spricht von einer Spirale des Untergangs. Und zwar vor allem des Untergangs von Europa zugunsten der USA. Und dabei ist das, was als Tiefenstaat bezeichnet wird, für mich psychodynamisch erklärbar. Ich verstehe die Wirkung des Tiefenstaates so, dass im Moment die Herrschaft ist nicht politisch. Die Politiker sind nur Marionetten überall. Die Herrschaft ist eine finanzkapitalistische Herrschaft von einigen tausenden Superreichen. Diese Superreichen haben mittlerweile so viel Geld und Macht, dass sie sich im Grunde genommen alles und jeden kaufen können. Und das tun sie. Und es genügt, wenn man auf der Welt einige 10.000 sogenannte Eliten der zweiten Reihe, also die Chefs der Politik, der Medien, der Kultur, der Wissenschaft kaufen kann. Und das ist bekannt, das tut man. Die Medien werden gekauft, die Experten werden gekauft. Nicht unbedingt in direkter Korruption, aber es genügt dann, wenn man sagt, das und das fördern wir und das wollen wir nicht fördern. Und wenn das gelingt, und meiner Meinung nach ist das gelungen, dass so die Führungselite auf diese Weise gekauft ist, beherrscht ist, dann ist alles Weitere praktisch ein einfacher psychodynamischer Vorgang, weil alle Menschen sind dann abhängig von dem, was sie an Arbeit haben, was sie an Aufstieg, am Geld brauchen, an Karriere wollen. Dann tun sie eben das, was die Chefs in der Politik oder in den Medien oder in der Kultur auch wollen. Bei dieser Frage ist für mich zu klären, das ist das, was ich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten versucht habe zu verstehen, ist das, was ich jetzt den Untergang eines Systems nenne, ist das die Folge von Naivität, Dummheit und Inkompetenz der Machtelite? Oder zweitens, ist es ein gesetzmäßiger Vorgang einer normopathischen gesellschaftlichen Fehlentwicklung? Oder ist es sogar eine politische Absicht? Ist es ein geplanter Untergang eines Systems? Von diesen drei Punkten, glaube ich, stimmen alle drei. Wobei eben das Zusammenspiel von Inkompetenz, politischer Inkompetenz, Krankheit in den Maßnahmen und letztlich den Verbrechen, die geschehen, ist es eben das Wahrscheinlichste, dass alles drei zusammenspielt. Und da ergibt sich für mich als Psychoanalytiker die Frage, gibt es so etwas wie einen Selbstzerstörungswillen, einen unbewussten Selbstzerstörungstrieb? Ich komme darauf zu sprechen, weil das ja in der Psychoanalyse ein großes Thema ist. Und natürlich gibt es eine Heilung, gibt es eine Rettung, gibt es eine Chance für weitere Demokratie und Frieden auf dieser Welt. Um meine weiteren Ausführungen, meine Bewertung verständlich zu machen, will ich mal ganz allgemein die Art und Weise, wie ich denke, also die Psychodynamik meiner Analysen kurz zusammenfassen. Menschliches Denken und Handeln
ist die Grundlage aller politischen, ökonomischen, religiösen, moralischen Entscheidungen, weil immer gesagt wird, naja, das ist jetzt politisch, das ist jetzt wirtschaftlich notwendig und so weiter, das ist unsere Ethik, unsere Werte, aber das ist alles menschengemacht. Also es gibt keine Politik, keine Ökonomie, die einfach irgendwo herkommt. Nein, sie wird von Menschen gemacht. Und die ganz allgemeine Form, ich komme darauf auch noch zu sprechen, die Gesellschaft macht Menschen krank von Anfang an durch bestimmte Behandlung von Kindern und entsprechend gestörte in ihrer Entwicklung, behinderte Kinder werden immer auch eine kranke Gesellschaft aufbauen. Es geht gar nicht anders. Und dieses Zusammenspiel zwischen Macht, Menschen, Kindheit und dann, wie diese Menschen wieder die Gesellschaft ausgestalten, das ist im Grunde genommen die simpelste Form des Zusammenspiels. Wir Menschen leben schon immer in einem Spannungsfeld, in einem Konfliktfeld zwischen unserer Natur, die kann man Genetik nennen, die kann man Biologie nennen, und unserer Umwelt. Das heißt aber, wir gestalten unsere Umwelt und unsere Umwelt nimmt dann wieder Einfluss auf uns selbst. Und mit diesem Konflikt zwischen Natur und Kultur müssen wir im Grunde genommen schon immer irgendwie zurechtkommen. Nun ist das Entscheidende für die gesellschaftliche Fehlentwicklung, dass die Persönlichkeit des Menschen, und zwar nachhaltig in der frühen Kindheit, verursacht wird, und zwar kaum noch veränderbar. Also die Schäden, die Frühtraumatisierung, die die meisten Menschen erleiden, sind im Grunde nicht mehr wirklich heilbar. Man kann das nicht mehr ungeschehen machen. Man kann nur ein Leben lang lernen, damit irgendwie wieder halbwegs klarzukommen. Also man kann etwas gesunden, ohne geheilt zu sein. Wenn man unsere christliche Kultur annimmt, dann leben wir ja seit über 2000 Jahren unter dem der Vorstellung der Erbsünde, also der Sündenfall Adam und Evas als eine Trennung schließlich von Gott, der Menschen, die Trennung von Gott. Und dies war im Grunde genommen über die 2000 Jahre der Grund, den Menschen autoritär erziehen zu wollen, eben weil er von Anfang an schon erbsündig geboren ist, so die These, und er muss deshalb zum Guten erzogen werden, was ich für eines der verhängnisvollsten Fehler in der Menschengeschichte verstehe, weil damit Tür und Tor geöffnet sind für alle Fehlentwicklung des Menschen. Und wir gehen heute davon aus, wir sprechen überhaupt nicht mehr von Erziehung, sondern nur noch von Beziehung. Das heißt, wie ein Mensch sich entwickelt, hängt davon ab, wie er vom Anfang seines Lebens, Mutter, Vater, Kind, in welche Beziehungen er erfährt. Im Wesentlichen wird er verstanden, geliebt, bestätigt oder eben nicht. Und das ist entscheidend für die Entwicklung. Und ich will das mal auch hier so zusammenfassen. Die meisten Menschen erleiden das, was wir eine Frühtraumatisierung nennen. Das dürfen Sie sich nicht so vorstellen, als wenn da immer nur Gewalt eine Rolle spielt oder sowas. Das gibt es leider auch. Nein, die Art und Weise, wie Kinder behandelt werden, im Sinne, gibt es Eltern und Erzieher und Lehrer, die bereit sind, das Kind so anzunehmen und zu verstehen, wie es ist und werden könnte? Oder gibt es eine selbstverständliche Einstellung, dass die Eltern, die Lehrer eine Vorstellung haben, wie ihre Kinder, wie Kinder sein sollen, und gehen mit dieser Vorstellung an das Kind heran, sei so, damit wir dich gern haben können und verstehen. Und das ist das Grundübel, was zu einer Entfremdung, einer Selbstentfremdung führt. Das heißt, die meisten Menschen haben nie in ihrem Leben eine echte Chance gehabt, so zu werden, sich so zu verstehen, sich so zu entwickeln, wie sie sind in ihrer Einmaligkeit, sondern sie mussten alle irgendwie lernen, wie sie sein sollen, damit die Eltern zufrieden sind, und das setzt sich fort, dass sie in der Schule erfolgreich sind und dass sie dann die sogenannten Werte, die ja immer künstlich sind, der Gesellschaft auch erfüllen.
Diese Selbstentfremdung geht immer mit einem Gefühlen einher. Und zwar, man ist zu Recht als Kind empört, wenn man nicht verstanden, bestätigt wird. Man ist im seelischen Schmerz, wenn man nicht geliebt wird. Und man erlebt seelische Trauer, wenn man sich nicht so entwickeln kann, wie man möchte, und einen Verlust an vielen Dingen erfährt. Diese Gefühle darf das Kind in aller Regel nicht, zumindest nicht umfassend, ausdrücken. Und das ist der Grund, weshalb es zu einem Gefühlsstau kommt. Wir können nicht entscheiden, zu fühlen oder nicht zu fühlen. Wir haben nur die Möglichkeit, Gefühle auszudrücken oder zurückzuhalten. Und beides sollten wir können. Nur der Gefühlsausdruck wird am wenigsten gefördert, die Gefühlszurückhaltung am meisten. Ne? Beherrsch dich, sei ruhig, werd nicht laut, werd nicht frech, pass dich an und so weiter. Und dadurch entsteht ein Gefühlsstau. Gefühlsstau ist für mich als Mediziner, als Psychotherapeut eine der wesentlichen Quellen der meisten Erkrankungen. Es gibt keine Erkrankung, die nicht auch mit einem Gefühlsstau zu tun hätte. Und deshalb sage ich, der Gefühlsstau, die Folge der frühen Selbstentfremdung, der frühen Traumatisierung, die nicht gelebt werden können, machen den Menschen im Laufe ihres Lebens krank oder böse. Krank, indem sie die Wirkung, die Energie des Gefühlsstaus, der nicht ausgedrückten, nicht gelebten Gefühle gegen sich richten. Und damit weiß ich, hohen Blutdruck und Magen und Rücken und so weiter. Oder aber, was im Moment eine große Rolle spielt, der Gefühlsstau wird auf einen Feind projiziert. Wir haben in den letzten Jahren das Feindbild Corona, das Feindbild Klima, das Feindbild Russen. So wird verständlich, dass es passiert, dass tatsächlich viele, viele Menschen glauben, die Gefahr ist das Virus, die Gefahr ist die Klimaveränderung, die Gefahr sind die Russen. Sie als Opfer auch ihres Gefühlsstaus eine Entlastung verspüren, wenn sie jetzt gesagt bekommen, die sind schuld, das Virus ist schuld, das Klima ist schuld und so weiter. Ich komme darauf auch nochmal zurück. In einem solchen Selbstentfremdungszustand kann man nicht gut leben. Also sind wir im Grunde genommen gezwungen, gefordert, uns abzulenken, uns zu betäuben, zu kompensieren. Die Hauptkompensation in dieser Gesellschaft, die wir geschaffen haben oder die uns auferlegt wurde, eine finanzkapitalistische, ist Leistung, Leistung, Profit, Geld zu machen. Wir betäuben uns natürlich mit Alkohol, mit Essen, am Ende mit Drogen, aber eben auch mit Arbeit kann man sich betäuben. Also mit immer Dinge, die einen von sich selbst wegbringen auf äußere Aufgaben. Und dadurch wird man abgelenkt. Ich könnte manchmal denken, dass das Fernsehen und das Handy und der Computer erfunden sind, sind zwangsläufige Folgen der Notwendigkeit, dass wir Menschen uns ablenken müssen. Man kann sich ja 24 Stunden am Tag nur mit dem Handy beschäftigen. Und gucken Sie mal, das wissen Sie alle, wenn man irgendwo unterwegs ist, wie die Menschen nur noch mit dem Handy beschäftigt sind. Also das passt zu der Ablenkung von sich selbst auf äußere Dinge. Das heißt, die Selbstentfremdung des Menschen, die mit dem Gefühlsstau krank oder böse macht, wird, wenn es ein Massenphänomen ist, und das behaupte ich, man kann eben nur sehen, wie die Kinder behandelt werden, die frühe Trennung von Mutter und Kind, die Abwertung des Mütterlichen, die zu frühe Krippenbetreuung und so weiter und so weiter und so weiter, entsteht ein Massenphänomen. Und das Massenphänomen der selbstentfremdeten Menschen bildet das, was ich eine Normopathie nenne, also eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, normopathisch, wo das Pathische, das Gestörte, nicht mehr als Störung erlebt wird, sondern für normal gehalten wird, Normopathie, nur weil eben die Mehrheit ähnlich denkt und handelt. Und wenn es die Mehrheit ist, dann kann es ja nicht falsch sein. Und da wir alle irgendwie doch auch Schafe sind und uns gerne in einer Gruppe bewegen, wo es alle machen, ist die Gefahr groß,
dass man auf diese Weise eben sich ständig falsch orientiert. Diese Normopathie oder das Fehlverhalten hat immer einen Suchtcharakter. Verstehen Sie bitte, wenn ein Mensch nicht um seiner selbst bestätigt, verstanden und geliebt ist, bleibt er in einem Mangelzustand und kompensiert das jetzt, strengt sich an, will gefällig sein, gehorsam, Leistung und so weiter. Aber er bekommt damit ja höchstens Geld, Erfolg, Karriere, Anerkennung, aber niemals Liebe. Und das ist das Hauptproblem unserer Gesellschaft, wo also das Geld, Profit statt Liebe steht. Und da es keine echte Befriedigung ist, wo der Mensch eigentlich nach Liebe Sehnsucht hat, muss es einen Suchtcharakter geben. Man muss also immer mehr vom Geld haben, von Anerkennung haben, von Macht haben, um noch die innere Unzufriedenheit irgendwie kompensieren zu können. Nun bin ich an der Stelle an einem Punkt, wo es schon wieder politisch gefährlich wird. Ich vergleiche zum Beispiel die deutschen Normopathien, die ich ja noch zum Teil miterlebt habe, also den deutschen Nationalsozialismus, den DDR-Sozialismus und die heutige narzisstische Gesellschaft, als Normopathien. Und zwar, das Besondere daran ist, dass der Überbau, wie die Gesellschaft strukturiert und funktioniert, unterschiedlich ist, aber der Unterbau, die Psychodynamik dessen, was ich jetzt schon angedeutet habe, ist dieselbe. Wir haben nichts gelernt aus dem Nationalsozialismus, aus dem DDR-Sozialismus. Und wir erleben es heute, wie das, was damals war. Ich habe in dem Zusammenhang einen Spruch von Henrik Broder, den ich auch sehr schätze, gefunden, der gesagt hat, das Dritte Reich war möglich, weil die Menschen damals so waren, wie die Menschen heute sind. Hat er sich sehr geschickt, so, denn ich sage es manchmal noch ein bisschen plumper, wer wissen will, wie 1933 entstanden ist, der muss nur die heutigen Entwicklungen sehen, dann ist alles da. Das ist das Gleiche. Nicht dasselbe, aber das Gleiche in der Psychodynamik. Und die Psychodynamik, die habe ich Ihnen schon mit der Frühentfremdung aufgezählt. Und die heute dominiert, ist die narzisstische Normopathie. Narzissmus, was ist das? Narzissmus ist eine wesentliche Störung der Identität, der Selbstzufriedenheit, des Selbstwertes. Also Menschen sind, weil sie ungeliebt, unbestätigt geblieben sind, der Überzeugung, es liegt an mir, ich bin nicht gut genug. Das ist das Grundleid einer narzisstischen Störung. Und Kinder können nicht verstehen, dass es an den Eltern, den Erziehern, den gesellschaftlichen Werten liegt, dass sie nicht so geliebt sind, sondern sie denken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Also fangen sie an, sich anzupassen, das zu tun, was von ihnen erwartet wird. Und damit entsteht eben das, was man eine narzisstische Störung, also statt Liebe, bläht man sich jetzt auf. Interessant dabei ist für mich gewesen, es gibt nicht die uns allen bekannte, das Größenselbst-Narzissmus, also die immer so angeben und alles besser wissen und sich behaupten und durchsetzen, die gibt es natürlich auch und die sind in der Regel in den Führungsetagen. Also die heutige Politik ist narzissmuspflichtig. Ohne narzisstische Störung kommt kein Mensch an politische Macht. Das ist unmöglich, weil wir nicht in einer Demokratie leben. Wir leben in einem Demokratiespiel. Man spielt das, was demokratisch sein soll. Deshalb ist es möglich, dass ehemalige Nazis von heute auf morgen Demokraten in der Bundesrepublik wurden oder ehemalige SED oder Stasi-Bonzen von heute auf morgen westliche Manager geworden sind. Das geht. Also man kann die Gesinnung, das Spiel, das Mitspielen einer Gesellschaftsstruktur machen, ohne dass man das innerlich trägt. Deshalb
mache ich den Unterschied zwischen einer äußeren Demokratie, die wir bisher hatten, und einer inneren, innerseelischen Demokratie, die also kein Demokratiespiel ist, sondern das wären Menschen, die wirklich zur Demokratie fähig sind. Und wenn ich mir heute angucke, sind die, die politisch das Sagen haben, in meinen Augen nicht mehr demokratiefähig. Sie sind einseitig geworden. Sie sind in einer Vorstellung der Bedrohung. Sie kennen gar nicht mehr den demokratischen Dialog, sondern es gibt immer nur um Recht haben, sich durchsetzen, und alle, die anderer Meinung sind, müssen abgewertet werden. Nun, aber diese Tendenz ins Größen selbst, also sich größer machen, als man ist, um überhaupt noch Anerkennung zu bekommen, ist die eine Seite. Die andere Seite ist das, was ich das Größenklein nenne. Kinder können lernen, wenn sie also schwach sind, kränkeln, nicht richtig Bescheid wissen, dass dann plötzlich erwachsene Eltern, Erzieher sich ihnen zuwenden und sagen, Mensch, komm, das machen wir, kriegen wir hin. Also wer kränkelt, wird plötzlich betreut. Und so kann eben die narzisstische Störung auch ins Größenklein konditioniert werden. Das heißt, dann macht man sich, also wenn die einen mehr sind, mehr scheinen als sind, sind die anderen eben mehr als sie scheinen. Und dieser Unterschied, das war für mich interessant, habe ich auch im deutschen Vereinigungsprozess zu sehen. Die Westdeutschen sind meiner Erfahrung nach viel mehr ins Größen selbst, also Leistung, 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 durchsetzen, konkurrieren, und die Ostdeutschen mehr in Größen klein gelebt, weil es gut war für uns Ossis, ich weiß nicht so recht, ich überlege mal, ich halte mich eher zurück, weil man weiß, man musste vorsichtig sein, um nicht da zu schnell missbraucht zu werden. Eine narzisstische Gesellschaft ist deshalb so gefährlich, weil sie immer eine süchtige ist. Also es gibt keine Begrenzung an Profit, an Gewinn, an Machterweiterung. Weil sie immer egoistisch ist, die an der Macht sind, politisch, ökonomisch, sind als Größen selbst Narzissten egoistisch. Das heißt, sie denken immer nur an sich und nicht an andere. Die Selbstwerterhöhung geht immer mit einer Fremdwertabwertung. Also man überhöht sich und wertet immer andere ab. Und wenn Sie unser Parteiensystem im Demokratiespiel sehen, ist das genau auch das Spiel. Die eine Partei sagt, wir sind die Größten, nur wir wissen das, und alle anderen sind schlecht oder sogar Teufelspartei. Zum Narzissmus gehört vor allen Dingen auch, und das ist das besonders Schlimme, die Empathielosigkeit. Also weil man mit sich zu tun hat, ungeliebt, ich bin nicht in Ordnung, denkt man immer nur an sich, wie kann man kompensieren, wie kann man sich irgendwie retten oder schützen. Und da sind die Interessen und Bedürfnisse anderer Menschen nachrangig, sind nicht mehr von Interesse. Stellen Sie sich nun mal vor, was das in der Politik bedeutet. Man macht dann Politik für die momentanen Bedürfnisse, an der Macht zu bleiben, sich zu stabilisieren, und nicht an die anderen, die Opfer der Politik sind, oder an die Zukunft. Und das ist die Gefährlichkeit einer narzisstischen Normopathie, die von daher im Grunde genommen zum Untergang geweiht ist. Ich komme auch da noch kurz drauf zu sprechen, der Narzissmus ist eigentlich unheilbar. Also das ist für uns in der Psychotherapie ein großes Thema. Also in der Gesellschaft sind die Größen selbst Narzissten an der Macht, in der Politik, in den Medien, Kultur, Wissenschaft. Deshalb, weil sie in einer Leistungs- und Wachstumsgesellschaft die sind, die am meisten Stachel haben, zu beweisen, dass sie doch großartig sind. Und die Massen, wir also im Wesentlichen, sind immer in Gefahr, im Größenklein, das heißt in Abhängigkeit zu bleiben, Bedürftigkeit, Gehemmtheit, vorsichtig, gehorsam und so weiter. Eine narzisstische Gesellschaft ist, wie gesagt, zum Untergang geweiht, weil es prinzipiell falsches Leben ist, weil es prinzipiell süchtiges Leben ist,
Und weil sie sich durch das Falsche von der Realität und von der Wahrheit entfernen muss. Und die Realitätsverzerrung, die wir im Moment am meisten erleben, hat die Qualität eines Wahns. Und da spreche ich wirklich wieder als Psychiater. Die Politik, viele Menschen befinden sich tatsächlich in einem Wahn, dass sie nicht mehr in der Lage oder bereit sind, die Wahrheit sehen zu wollen, die Realität zu erkennen. Das ist ja das zentrale Symptom eines Wahnes, die Realitätsverzerrung und damit eben auch die Einschränkung der wahren Erkenntnis, also damit der Demokratieverlust. Wenn ich von diesem Wahn spreche, dann habe ich vorhin schon gesagt, wir sind seit ein paar Jahren, gibt es mehrere kollektive Wahns, ja, den Pandemiewahn, den Klimawahn und den Kriegswahn. Und jetzt kommt etwas, wo der Zusammenhang der Psychodynamik, der Normopathie mit dem Wahn sich sozusagen zusammenfindet. Und zwar ist meiner Analyse, meiner Einschätzung nach, die Mächtigen, also die finanz- und politisch an der Macht sind, die brauchen den Wahn als Rettung ihrer Macht. Und das haben wir erlebt, indem ein Pandemiewahn erzeugt wurde, jetzt ein Klimawahn und jetzt der Wahn gegen Russland besteht, sind die Menschen, viele, so eingeschüchtert, so geängstigt, dass sie gar nicht mehr realisieren, dass das wahnhafte Inhalte sind, dass das Übertreibungen sind. Man kann das am Anfang der Pandemie noch am ehesten nachvollziehen. Natürlich, wir wissen das, es gibt gefährliche Infektionen, es gibt Erkrankungen. Wenn dann gesagt wird, ja, das ist ein ganz gefährlicher Virus, da kann man schwer krank werden und dran sterben oder so, kann man noch verstehen, dass man auf die irrwitzige Idee kommt, sich impfen zu lassen. Aber nach kurzer Zeit weiß man, hat man doch erfahren können, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann hätte man im Grunde genommen sich bemühen müssen, aus dem Wahn aussteigen zu müssen. Also, die Mächtigen, die Mächtigen brauchen den Wahn zur Rettung ihrer Macht, indem sie also die Politik, der Ängstigung, der Propaganda war ja mit dem Ziel, ihre Macht zu erhalten und die Menschen so zu ängstigen und einzuschüchtern, dass die fast alles mit sich machen lassen. Die Massen, also wir, gehören zu denen, Größen klein, die den Wahn wollen oder zumindest akzeptieren. Wollen, das sind die kleineren Chefs, ne? Also die Medienchefs und die sogenannten Experten und so weiter, die wollen das, weil sie ja in ihrer Position abhängig sind davon. Sonst würden sie ja praktisch, das haben wir ja erlebt, entlassen, ausgegrenzt werden. Und die Mitläufer sind die, die das zumindest akzeptieren. Und dann gibt es die kleinere Gruppe der Protestler, die dem Wahn widersprechen. Auch das kann manchmal narzisstisch gefärbt sein. Aber es gibt darunter noch eine kleinere Gruppe, die bemüht sind, Lösungen zu finden. Nicht nur zu protestieren, zu widersprechen, sondern sagen, wie kann man denn aus diesem Dilemma herauskommen? Die, die den Wahn brauchen, vielleicht schätzungsweise 1%. Die Abhängigen, die den Wahn wollen, vielleicht 20%. Die Mitläufer, die den Wahn akzeptieren, 60%. Die Protestler, die widersprechen, vielleicht 10%. Und die wenigen davon, die wirklich konstruktive Lösungen suchen, 1-2%. Bin ich da jetzt schon
bei 100 gewesen. Ja. Ich komme auf die eingangs gestellten Fragen zurück. Also Inkompetenz, Gesetzmäßigkeit oder Plan. Narzisstische Politiker und Führungsleute sind immer inkompetent, weil sie als im narzisstischen Größenselbst sich im Blick haben und nicht die anderen und nicht die Zukunft. Deshalb, also systemisch gedacht, sind sie immer inkompetent. Sie können auf ihrem Einzelgebiet großartige Leistungen haben, aber an der Macht muss man möglichst alles überschauen und an die Zukunft denken. Und deshalb sind sie, weil sie das Ganze, das Systemische nicht wahrhaben können, aufgrund ihres Narzissmus inkompetent. Die Süchtigkeit einer Normopathie führt zwangsläufig in die Krise, wegen der Sucht. Und wenn man das sich anschaut, was die Werte unserer narzisstischen Gesellschaft sind, Profit statt Liebe, Konkurrenz statt Gemeinschaft, Konsum statt Beziehung, Animation statt Lust, Kampf statt Gefühle und schließlich und endlich Krieg statt Kommunikation. In dem Zusammenhang eben auch der anzunehmende Plan verständlich. Also an der Macht, die Elite braucht den Wahn, vermittelt ihn entsprechend, um an der Macht zu bleiben. Und was ich vorhin gesagt habe, sie können alles sich leisten, kaufen, bestechen und so weiter, um ihre Macht zu sichern. Und darunter die, die den Wahn wollen oder akzeptieren, brauchen es im Sinne ihrer Überlebensstrategie. So, wenn ich nochmal bedenke, dass es eben in den letzten Jahren sehr viel Ängstigung gab. Wir wissen das, dass die Pandemie begonnen wurde. Wir müssen den Menschen Angst machen, vor allem den Kindern, damit sie sich entsprechend gehorchen und impfen lassen und so weiter. Habe ich auch das mal näher untersucht. Wieso kann eine solche irrationale Ängstigung solchen Einfluss, solche Wirkung haben? Und ich bin mal durchgegangen, die Persönlichkeitseigenarten, die ich in der Psychotherapie finde, was wir Menschen alles für Ängste haben. Also, die Frühbedrohung, die Angst, ich bin gar nicht berechtigt, sei nicht. Die Frühbesetzung durch die mütterlichen, elterlichen Ansprüche heißt, sei für mich da, nicht für dich selbst. Der Mangel, du bist also narzisstisch, du bist nicht richtig, du bist nicht gut genug. Ich habe also Angst, immer nicht gut genug zu sein. Die Abhängigkeit, sei so, wie wir dich haben wollen. Das heißt also, sei nicht so, wie du werden möchtest, sondern wie wir dich brauchen. Die Hemmung, die wir haben, weil wir bedroht sind mit einer eigenen Meinung, bleib ruhig, bleib bescheiden, halt dich zurück. Die Erpressung, sei so, wie was wir von dir fordern. Die Vernachlässigung, du bist nicht förderungswürdig, kümmere dich um dich selbst. Oder die Überforderung von uns Menschen, das ist nie genug, du musst immer mehr und mehr machen. Also das, was ich in der Persönlichkeitsentwicklung, der Störung, der Frühentfremdung als Bedrohung, Besetzung, Mangel, Hemmung und Erpressung erlebe, verführt in der Abwehr zur Kompensation des Größten selbst. Das muss ich beweisen, dass ich doch besser bin. Oder die Abhängigkeit, die Vernachlässigung und der Mangel fördern das Größten klein. Also durch Unterwerfung, Gehorsam, Abhängigkeit ganz gut zu überleben. Nun, entstehen aus diesen
persönlichkeitsbedingten Einengungen besondere Qualitäten wie Wahrheit und Realität verzerrt werden. Und ich habe mir das mal als Psychotherapeut angewöhnt, wenn ich Menschen begegne, dass ich mir ein Bild mache, womit habe ich es zu tun. Und da habe ich eingeteilt, ist es ein naiver, ein dummer, ein böser oder ein kranker Mensch? Weil, darüber spricht man eigentlich nicht so sehr, aber weil die Naiven und die Dummen, die sind wunderbar zu behandeln. Ja? Denen kann man was beibringen, die kann man informieren, die kann man aufklären, da kann man ihre inneren Hemmungen abbauen. Die Bösen sind schwer zu behandeln. Und die Kranken eigentlich gar nicht mehr. Das ist jetzt, klingt ein bisschen paradox, ja, weil wir behandeln ja Kranke, aber das sind die Kranken, von denen ich gesprochen habe, ja, die sich nicht wirklich bereit sind, über sich kritisch nachzudenken und etwas verändern zu wollen. Da sage ich, da hilft nur das Strafgesetzbuch oder die Psychiatrie mit Zwangsmaßnahmen. Sonst nicht. So. Böse und krank ordne ich dem Größen selbst psychodynamisch bei und naiv und dumm dem Größen klein. Böse und krank, also Größen selbst, korreliert mit dem Wahn, den zu brauchen und zu wollen. Und naiv und dumm korreliert damit dem Wahn zu akzeptieren. Die Gesunden wären die, die widersprechen oder sogar eine bessere Vorschläge machen für bessere Lösungen. Was heißt jetzt eigentlich naiv, dumm, böse und krank in Bezug auf Realität und Wahrheit? Naiv bedeutet, ich kann die Wahrheit, Realität gar nicht glauben. Dumm heißt, ich will die Wahrheit, die Realität nicht wissen. Ich will sie ignorieren. Böse heißt, wer die Wahrheit, die Realität vertritt oder ausspricht, muss bestraft werden, muss ausgegrenzt werden, muss verboten und am Ende getötet werden. Das ist meine Vorstellung. Ich bin Wilhelm Reich-Anhänger, Christusmord. Ja? Also Christus musste ermordet werden, weil er ein Mensch war, der für Liebe und Frieden war. Und das war so unerträglich für die Mehrheit. Deshalb musste er getötet werden. Und was daraus gemacht wurde, ist noch was anderes. Und krank in dem genannten unbehandelbaren Sinne ist die Einstellung, was wahr und wirklich ist, bestimme ich oder wir. Also naiv und dumm sind behandelbar durch Aufklärung, Information, Beratung, weil die Einengung Folge einer repressiven oder manipulativen Erziehung ist, also in meiner Sprache ist neurotisches Niveau. Es geht um Konflikte, die behandelt werden können. Und böse und krank ist, also böse ist nur begrenzt behandelbar, da es eine persönliche, also Strukturstörung der Persönlichkeit ist, also mit Identitäts-, Selbstwertproblemen, Gefühlsstau im Mittelpunkt und schließlich krank ist in dem Sinne nicht mehr wirklich behandelbar, sondern Strafgesetzbuch oder Psychiatrie. So, nun habe ich Beispiele mal, damit Sie das auch besser verstehen können. Ich komme mal wieder als Psychotherapeut, kommen Menschen zu uns, die leiden an irgendwas, sich krank fühlen. Und wir wissen, wer zu uns in der Psychotherapie kommt, hat immer 100% eine gestörte Kindheit. Aber die wenigsten wollen das wahrhaben. Man kommt nicht zur Psychotherapie und man wird nicht krank, wenn man nicht auch entsprechende Selbstentfremdung hat. So. Zu diesem Thema, wenn ich mir da ein grobes Bild mache, Kindheit,
Naiv ist, wie war es denn in der Kindheit? Naiv ist, oh, ich hatte eine schöne Kindheit. Böse ist, Entschuldigung, dumm ist, aber das hat doch nichts mit meiner Kindheit zu tun. Ich will darüber gar nicht nachdenken. Lassen Sie mich in Frieden, Kindheit spielt ja keine Rolle. Böse ist, Psychotherapie, Psychoanalyse ist doch gar keine Wissenschaft, das ist dummes Zeug. Verschwörungstheorie ist doch umstritten, fragen Sie mich nicht. Das ist doch. Und krank ist, die Kindheit hat keine Bedeutung, spielt keine Rolle. Das ist doch meine Natur, mein Schicksal, Genetik, Gottes Werk und so weiter. Gesund, realitätsgerecht wäre an dieser Stelle okay, wenn es Zweifel gibt über meine Kindheit und ich daran irgendwie krank geworden bin, dann will ich das wissen, will ich das herausfinden. Also bitte, arbeiten wir zusammen. Pandemie und Impfen. Naiv ist, was öffentlich gesagt wird, wird schon stimmen. Impfen kann ja nicht schaden. Dumm ist, Impfen ist Nächstenliebe. Böse ist, jede Kritik ist Verschwörungstheorie. Kritiker müssen diffamiert, ausgegrenzt und bestraft werden. Denken Sie nur an die 2G-Regel. Krank ist, es gibt keine Nebenwirkungen. Realitätsgerecht wäre, das ist eine Situation, Pandemie vielleicht, Virus, ich muss das Für und Wider der Maßnahmen und des Impfens abwägen, muss mich genau informieren und dann eine eigene Position finden. Und da kann ich mich nicht auf die ARD oder Herrn Lauterbach oder meinen Hausarzt verlassen. Ich bin Arzt. Ich bin erschrocken, wie viele Impfärzte es gab. Ukraine-Krieg. Naiv? Ich glaube den öffentlich-rechtlichen Nachrichten. Dumm? Ja, wir wollen mit Waffen Frieden schaffen. Wir verteidigen unsere westlichen Werte. Böse? Die Russen sind an allem schuld. Wer gegen Waffenlieferung ist, ist ein Putin-Versteher, ein Demokratiefeind. Und krank? Unsere Waffen retten Leben. Ich muss das auch mal aussprechen, das ist auch rassistisch. Das heißt ja, ukrainisches Leben soll gerettet werden, so verstehe ich das, aber russisches Leben nicht. Also jeder Schuss ein Russ. Realitätsgerecht wäre, Waffen sind keine Lösung, es muss verhandelt werden und, jetzt ganz persönlich, woher kommt meine Kriegslust? Wo bin ich im Gefühlsstau, dass ich in Gefahr bin, andere verfolgen zu wollen? Klimaveränderung, naiv. Ich glaube der Wissenschaft von menschengemachten CO2-Verursachung. Dumm. Wir müssen das Klima retten. Böse. Kritiker sind Klimaleugner und müssen ausgegrenzt und bestraft werden. Krank. Unsere Klimapolitik ist alternativlos richtig. Realitätsgerecht wäre, wie können wir uns den Klimaveränderungen weltweit und gerecht anpassen. Nahostkrieg, naiv. Wir dürfen wegen unserer Vergangenheit das Verhalten Israels nicht in Frage stellen. Dumm. Israel verteidigt sich nur. Böse. Die Hamas muss vernichtet werden, koste es, was es wolle, selbst durch einen Völkermord. Und krank,
Es gibt keine friedliche Lösung, keine Zwei-Staaten-Lösung. Realitätsgerecht wäre die Klärung des Hintergrundes der Interessen von beiden Seiten, Palästina und Israel, und entsprechende Verhandlungen, also Diplomatie. AfD. Naiv. Ich interessiere mich nicht für Politik, ich kann sowieso nichts machen. Dumm. Die AfD ist keine demokratische Partei. Böse. Das sind alles Rechtsextreme, Nazis und Faschisten. Krank. Die AfD muss verboten werden. Realitätsgerecht. Um welche politischen Inhalte geht es denn eigentlich, die von der AfD vertreten werden? Und wieso hat die AfD so einen großen Zuspruch? Das wäre doch mal ein Thema, das man untersuchen sollte. Ich muss mal sehen, dass ich hier schon... es sind vielleicht noch zwei wichtige Themen. Was kann man tun? Und die Frage der Selbstzerstörung. Also was wir erleben... Eine Selbstzerstörung unserer Tradition, eine Zerstörung unserer nationalen Identität, eine Zerstörung unserer Sprache, eine Zerstörung der Geschlechtsrollen, eine Zerstörung der Familie, Zerstörung des Verhältnisses Gut und Böse, richtig und falsch und letztlich des Demokratiespiels. Moment, gibt es so etwas wie eine Selbstzerstörungstendenz? Also ich spreche mal ganz kurz als Analytiker. Freud hat im Jenseits des Lustprinzips als Gegenspieler des Lebenstriebes Eros einen Todestrieb behauptet, Thanatos. Der Todestrieb sei ein, wie der Lebenstrieb, in uns von Anfang an vorhandenes, triebhaftes Bedürfnis, wieder zurückzukehren, zurück in den Mutterleib, zurück aus der Entwicklungsnotwendigkeit, letztlich zurück in einen anorganischen Zustand. Also der Todestrieb als ein Bedürfnis der Rückkehr, des Stillstandes. Freud hat das Beispiel auch des klinischen Masochismus, also die Menschen, die Lust haben, durch Leid, durch sich quälen und gequält werden, als praktisch als Zuspitzung dieses Todestriebes. Dagegen hat Wilhelm Reich, dem ich inhaltlich verbunden bin, ich denke da genauso wie Reich und nicht wie Freud, auch Erich Fromm, also der Reich in der Charakteranalyse und Erich Fromm in der Anatomie der menschlichen Destruktivität und ich im Gefühlsstau, haben diese Meinung vertreten, dass die Frühtraumatisierung den Gefühlsstau macht, an dem man krank wird, Suizid am Ende oder Masochismus, wäre eine... Also Form der Selbstzerstörung oder eben böse Autoaggression durch Fremdaggression. Die Sehnsucht nach Zerstörung, nach Krieg, nach Tod, die jemand haben kann, also Suizid, sehr offenkundig, ist am Ende Ausdruck eines unbefriedigten, gehemmten Lebens, also wenn man so will, eines gestörten, der gestörten Libido, energetisch gesehen, oder eben des Eros, des Lebenstriebes. Die Stärke der Auto- und Fremdaggression entspricht der hemmenden Angst, die wir als durch Verbote und eine unzureichende Bestätigung, unzureichende Liebe erfahren haben. Je stärker das ist, desto stärker ist die Gefahr, dass wir uns selbst beschädigen oder andere in den Krieg uns führen lassen, um andere zu beschädigen. Die gestaute Aggressivität macht uns auch Schuldgefühle
Und mit diesen Schuldgefühlen, die ja Ausdruck der Folge unserer Entwicklung, unserer gehemmten Entwicklung ist, für diese Schuldgefühle muss ein Feind her. Das ist der wesentliche projektive Vorgang. Du bist schuld. Der Partner, der Nachbar, der Vorgesetzte, der Politiker, das Virus, das Klima, die Russen. Das mag alles vielleicht ein bisschen zu viel sein, aber ich will Ihnen mal sagen, ich habe in der Psychotherapie schon öfters auch Paare gefunden, die unendlich verstritten waren und geschimpft haben aufeinander und die dann zur Beratung kamen. Und bis ich verstanden habe, die brauchten sich, um den jeweiligen Gefühlsstau am anderen abzureagieren. Der andere sollte bescheuert sein, damit man sagt, das siehst du, du bist schuld. Ja, du bist schuld. Und das ist im Grunde genommen praktisch der Einstieg in die große Kriegsgefahr. Also, daraus ergibt sich die mögliche psychoanalytische Deutung. Normopathie ist falsches Leben. Falsches Leben ist selbstentfremdetes Leben. Selbstentfremdetes Leben ist behinderter Lebenstrieb, behinderte Libido, behinderter Eros. Deshalb spielt auch Sexualität eine wichtige Rolle für den Lebensgenuss. Also wer keine oder ungenügende Sexualität hat, ist nicht so gut dran. Behinderte Lebenslust verursacht berechtigte Aggression, ungelebte Aggression, weil man dafür bestraft wird oder moralisch, ideologisch eingeschränkt wird, erzeugt Gefühlsstau. Gefühlsstau macht krank oder böse. In der Zerstörung der Gesellschaft tobt sich also der Gefühlsstau selbstzerstörend aus. Und jetzt wage ich mir, da werden Sie jetzt sagen, naja, da ist der wirklich verrückter Psychoanalytiker, eine nahezu perverse Deutung, die darin besteht, wenn wir davon ausgehen, dass wir selbst Entfremdete sind, mehr oder weniger alle, im Gefühlsstau, dann könnte man denken, alle haben unter diesem der Decke noch Reste oder Bedürfnisse, gesund zu sein, echt zu sein, wahrhaftig zu sein. Also wage ich mal eine These, dass die Nazis so schwer gestört waren, so sehr im Gefühlsstau, dass sie zu einem kollektiven Wahn des Weltkrieges gekommen sind, den man natürlich niemals gewinnen kann. Wie kann man einen Weltkrieg gewinnen? So wurde von den Nazis selbst unbewusst die Zerstörung ihrer Gesellschaft und damit die Befreiung vom Bösen inszeniert. Absurd, was? Aber in der DDR waren viele von uns, also ich zählte mich dann auch dazu, passiver Widerstand, nicht auffallen, sich verweigern, nicht alles so mitmachen. Das heißt, am Ende haben wir das wirtschaftlich, ideologisch ruiniert. Das heißt, wir haben das System ausgehöhlt. Unsere gesunden Seiten haben dazu beigetragen, dass wir das kranke System nicht gefördert haben. Und schließlich haben die Eliten, die politischen Eliten, uns in den Westen geführt, weil sie auch am Ende waren und glaubten, im Westen ist alles besser oder sie können dort wenigstens ihre Profite weitermachen. Wir dürfen uns nur nicht einreden, wir hätten das durch eine friedliche Revolution geschafft. Nein, nein, das ist uns sozusagen von den Stasi-Leuten für ihre Rettung in den Westen geschenkt worden. Heute kann es sein, dass die narzisstische Normopathie, der wir verfallen sind, am Ende ist dieses System wirtschaftlich, sozial,
den Krieg brauchen, um diese unsere kollektiven Wahn zu beenden. Furchtbarer Gedanke. Ja? Aber ich rede hier auch, weil es für mich so, so unerträglich ist, dass Deutschland wieder kriegstüchtig und kriegslüstern werden soll und wird, zum Teil jedenfalls. Es ist unvorstellbar, wie das sein kann, dass in diesem Deutschland überhaupt der Gedanke an Waffenlieferungen, an Unterstützung eines Krieges sein kann. Das ist so krank, dass ich das... Abschließend ein paar Worte zur möglichen Therapie. Wir sind alle Manipulationstechniken ausgeliefert. Es, im Grunde genommen, wirkt eine Massenhypnose, Massensuggestion ständig. Also wer immer noch den Fehler macht, öffentlich-rechtlich zu informieren, ist verloren. Der ist in einer Dauerhypnose, ja, von Fake News. Ja. Und das geschieht durch ständige Wiederholung in Wort und Bild von Unwahrheiten, Halbwahrheiten, falschen Informationen. Und es geschieht, indem ganz geschickt unser aller Schwachstellen, nämlich die Ängste, ich habe das vorhin aufgezählt, wo wir alle Ängste haben, das wird ständig bedient, vor allen Dingen Bedrohungsängste. Virus, Thema, Russen. Und damit ist unser aller Abhängigkeit, Schutzbedürfnis, Rettungswunsch ständig bedient. Und schließlich geschieht es natürlich in einer narzisstischen Gesellschaft, dass die, die Geld verdienen wollen, Karriere machen wollen, eben ständig im System Lob und Tadel sind und dadurch parieren. Warum handeln wir nicht gegen unseren Untergang, gegen den Krieg? Wollen wir die Wahrheit nicht wissen, sind wir wieder bei Cassandra, die nicht erhört werden will. Wir, die Massen, sind durch Macht, Moral, Ideologie und Angst eingeschüchtert. Wir sind in unserer Abhängigkeit und unserer Selbstunsicherheit, werden wir ständig bedient. Real eingeschüchtert, geängstigt, bedroht, ohnmächtig wie in der Kindheit, weil wir alle die Revolte nie gelernt haben. Die Revolte gegen unsere Eltern, gegen die Krippenbetreuer und die Lehrer, das ist den meisten nicht möglich gewesen. So, welche Schutz- oder Therapiemaßnahmen sehe ich? Erstens. Soweit es geht, öffentlich-rechtliche und die führenden Printmedien meiden. Und das kann man so sagen, solange eben öffentlich-rechtlich keine Kritiker zu Wort kommen, kann man gewiss sein, was man geboten bekommt, ist falsch oder einseitig oder nur Halbwahrheiten. Also erst wenn man wirklich die kritischen Stimmen zur Impfung, zur Pandemie, zum Klima, zum Ukraine-Krieg öffentlich mitdiskutieren könnte, kann man wieder, okay, da kann man mal hinhören. Wenn Sie mal, ich meine, ich muss ja auch mal reingucken, um mich zu informieren, dann fällt mir auf, in diesen Talkshows, die Leute, die da sind, sind immer dieselben. Ne? Also die wirklichen kritischen Stimmen kommen nicht vor. Aber auch die reden, also sie sind an der Macht, weil sie reden ohne Komma, ohne Punkt und so schnell wie möglich und so viel wie möglich. Ein demokratischer Dialog findet gar nicht mehr statt. Das wäre doch, einer sagt seine Meinung, der andere sagt, oh, ist ja interessant. Aha, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Muss ich mal drüber nachdenken. Passiert überhaupt nie mehr, sondern es wird sofort eine Gegenrede gemacht und da steht das nebeneinander. Es gibt keine Verbindung mehr, keine
demokratisch-dialogische Verbindung mehr. Zweitens, sich stattdessen umfassend alternativ informieren. Aber auch da gibt es eine Menge Fakes, gibt eine Menge narzisstisch-Thematik. Das heißt, wir kriegen keine saubere Information mehr, sondern wir müssen uns vielseitig, umfassend informieren, um uns eine eigene Meinung zu bilden. Nun sind wir aber in unserer eigenen Meinung natürlich immer auch eingeschränkt gemäß unserer Selbstentfremdung. Deshalb sollten wir 2, 3, 4, 5 Freunde, Menschen haben, mit denen man darüber reden kann. Und ich favorisiere, das habe ich in meiner Arbeit über viele Jahre gemacht, mache ich auch heute noch, wenn ich Geimpfte und Ungeimpfte zusammenbringe oder Waffenlieferungen für oder gegen, dass man aufhört, Recht haben zu wollen auf der Sachebene, sondern anfängt, ich bin dafür, weil ich diese innere Situation habe und ich bin dagegen, weil ich so und so das befürchte und so weiter. Also wenn man persönlich wird, man kann am Ende unterschiedliche Meinung bleiben, aber wissen, aha, du denkst so, weil du das und das so erlebst und du hast mich gehört, wie ich das denke. Also wir können Freunde bleiben, zumindest in Verbindung bleiben. Wir müssen uns nicht mehr bekämpfen. Also diese Form der Information umfassend und dann in der Diskussion, in einer Qualität von Zwiegesprächen nicht, wo es auf der Sachebene gibt es immer Pro und Contra, haben immer, immer beide Seiten Recht und Unrecht. Das bringt überhaupt nichts, das ist eine Frage dann der rhetorischen Fähigkeit, sondern des Verstehens, ich denke so, weil, du denkst so, weil. So. Drittens, zentrale Orientierung an dem, was Verschwörungstheorien heißt. Wenn man wissen will, wo wirklich die Schwächen, die Schwachpunkte, die Fehlerpunkte sind, muss man gucken, welche Verschwörungstheorie durchs Dorf als Sau gejagt wird. Denn das muss nicht die Wahrheit sein, aber immer ist eine Verschwörungstheorie ein Teil der Wahrheit, der eben nicht sein soll. Deshalb wird er bekämpft. Ich sage das, um das zu erklären, ich bin viele Jahre Gruppendynamiker. In jeder Gruppe, wenn Menschen zusammenkommen, etwas miteinander wollen, gibt es bestimmte Rollen, gesetzmäßig. Das ist immer so Alpha, Beta, Gamma, Omega, also die Anführer, die Experten, die Mitläufer und die Gegner, die Omegas. Und die Omegas werden immer von der Mehrheit beschuldigt, sollen raus, die stören nur. Wenn man das Gruppentherapie zulässt, ist die Gruppe verloren, denn sie drängt eine unbewusste Wahrheit heraus. Und selbst wenn man das zuließe, ist in der nächsten Stunde ein nächster Omega. Das ist gesetzmäßig. Es ist immer einer, der nicht zugleich das Gleiche denkt wie die Mehrheit. Also, orientiert euch an den Verschwörungstheoretikern. Nicht, dass man ihnen glaubt, aber dass man, sagen die, was nicht gehört werden soll, was falsch, was Lüge sein soll. Und man kann sich damit dann auseinandersetzen. So, das war das. Ja, natürlich ist eine wichtige Voraussetzung auch für Zwiegespräche, für Informationen, dass wir uns selbst als Betroffene, ich bin ein Entfremdeter, ich bin selbst falsch. Und das, was ich unter Beziehungskultur vertrete, ist der Grundsatz, ich bin immer auch das Problem. Ich bin immer auch falsch. Und jeder andere hat immer auch Recht. Und erst dann kann man wirklich beginnen, demokratische Beziehungen zu pflegen. Wenn man davon ausgeht, nur ich bin richtig und ich bin auf jeden Fall richtig und alle anderen sind falsch, hat man keine Chance mehr für demokratische Verhältnisse. Als Therapeut muss ich natürlich noch sagen, wenn ich vom Gefühlsstau ausgehe, dass wir alle gut beraten sind, unseren Gefühlsstau
zu aktivieren und zum Ausdruck zu bringen. Ich mache das fast jeden Abend. Ich habe eine Matte zu Hause, wo ich mich hinlege und entweder alleine oder in Begleitung eines Freundes, eines Kollegen oder meiner Frau kann ich toben, kann ich weinen, kann ich brüllen, kann ich fluchen. Ich brauche das jeden Tag. Ein Wort abschließend noch zum Realitätsbezug unseres Lebens. Ich habe jetzt gesagt, was wir tun könnten, aber real sind wir alle in einer Situation, wo ich von fünf Verhaltensoptionen ausgehe. Das ist Anpassung, Widerstand, Subversivität, Rückzug und Gemeinschaft. Das heißt, das müssen wir alle zu jeder Zeit, eigentlich in jeder Stunde, jeden Tag neu prüfen, wie sehr muss ich mich anpassen. Ja, also wenn ich ins Auto steige, muss ich mich anpassen, verstehen Sie? Ja? Aber das kann man natürlich auch im gesellschaftlichen Leben. Und wie weit geht die Anpassung, bevor ich mich verrate oder meine Würde verletze? Widerstand, genauso. Wenn ich Verhältnisse feststellen muss, die ich für krank, für gestört halte, bin ich zum Widerstand verpflichtet als Mensch. Aber wie viel Widerstand halte ich aus? Wie viel, was folgt an möglicher Bestrafung, Ausgrenzung? Also ich muss auch das ständig prüfen. Subversivität, na gut, da hat es der Ossi leicht. Das heißt, Ja sagen und Nein machen. Das ist moralisch. Das ist moralisch für mich kein Problem. Denn wenn ich Ja sagen muss zu etwas, was wirklich falsch oder gestört oder krank ist, ist das nicht falsch, wenn ich denen was vormache. Also, der Rückzug ist etwas, was wir alle tun sollen, Rückzug in die Natur, in die Musik, in die Kunst, in die Liebe, zu Tieren, dass man mal frei macht, sich wieder von diesem ganzen Wahn, der uns ständig umgibt. Und am Ende die kleine beziehungskulturelle Gemeinschaft, von der ich gesprochen habe, mit einigen wenigen, ehrlich, offen, ohne Gesichtsmaske, also soziale Maske, dass man wirklich im Zielgespräch sein kann. Vielen Dank für Ihre lange Geduld. Ja.